Hey Rick, lass mal auch sofort Genugzeichentrick-Videos machen, da hat man voll viele Möglichkeiten! Wir sind so unsere Facebook-Nachrichten durchgegangen und haben immer wieder die gleichen Fragen gelesen. Was ist euer Lieblingsbier? Was ist euer Lieblingspornodarsteller? Habt ihr schon mal miteinander rumgemacht? Und genau deshalb jetzt 8 geile Zeichentrickserien, die wir hart feiern. Aber halt! Dies ist kein Ranking! Hier geht's nicht um Animes. Und da steht irgendwas. Vielleicht was mit Penis. Die Simpsons. Während die anderen als Kind Dragon Ball geguckt haben, hab ich die Simpsons geguckt. Während die anderen rausgegangen sind und Fußball gespielt haben, hab ich die Simpsons geguckt. Und während alle anderen ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht haben, hab ich die Simpsons geguckt. Das ist kein negativer Punkt. Nee. Solange ich nicht beim Simpsons gucken die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe. Matt Groening hat damit einen Klassiker erschaffen, der einfach nicht weiß, wann er aufhören sollte. Die Hälfte der Folgen habe ich schon mindestens 10-mal gesehen. Und ich könnte sie nochmal 10-mal sehen und keine sexuellen Erfahrungen dabei haben. Das Problem ist nur, wenn man wie wir originelle Comedy machen will. Egal welchen Witz man hat. Du denkst, du hast ihn selber ausgedacht, aber nein, den gab's schon mal bei den Simpsons. Das Lustige ist, nur diesen Witz nicht, weil den gab's bei South Park. Ja, das stimmt. Noch zu grenzen! Overture of the Last Airbender! Spoiler Alert! Das ist die einzige Serie hier in dieser komischen Liste, die keine Liste ist. Mit einer fortlaufenden Storyline! Ich könnte jetzt denken, du würdest Avatar spoilern. Die Serie könnte ich niemanden spoilern, weil wer hat sie nicht gesehen? Ich will sie noch gucken. Erstmal muss ich noch 5000 Folgen Simpsons gucken. Und Naruto. Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, das sieht voll aus wie ein Anime, da bewegen sich Leute! Gezeichnet! Lass uns keine Diskussion anfangen, ob das jetzt ein Anime ist oder nicht! It's not. Und es ist auch nicht einfach nur eine Kinderserie. Es ist viel mehr als das. Es ist wie eine gute Freundin, die du eigentlich nicht hast und sexuelle Erfahrungen mitmachen kannst. Du guckst einfach Avatar. Wie dem auch sei. Mega geil animiert. Super coole Kombination aus Action, Comedy, Drama und allem anderen. Mega geile Charaktere und dann auch noch mit super Charakterentwicklung über die ganzen 4 Staffeln hinweg. Es sind nur 4 Staffeln. Es ist das perfekte Längendings für Serie. Deutsch. Tschüss. Family Guy. Seth MacFarlane hat wahrscheinlich irgendwann mal so richtig besoffen die Simpsons geguckt und gar nichts verstanden. Und dachte sich so, hey, sowas mache ich auch. Nur völlig random. Und ich spreche alle Rollen. Denn ich bin voller King, ich habe den 11. September überlebt. Fun Fact, hat er wirklich. Es ist einfach random Shit, den man sich immer reinziehen kann, ohne nachdenken zu müssen. Und ich mag es mal nicht nachdenken zu müssen. Ich denk so viel nach. Oh, Buhu, du hast so ein großes Gehirn, was so schlau ist. Hey, das habe ich gar nicht gesagt. Aber du hast es gedacht. Nein. Doch. Du verstehst mich gar nicht. Ich verstehe dich besser als jeder sonst. Nein. Du bist ein kleines, verletztes Mädchen innerlich. Mit einem sehr, sehr kurzen Rock. Und du willst es. Jetzt wird's weird. Hör auf. Aber hauen sie gerne mal über die Stränge mit einem einzigartigen Meta-Humor, der einfach einzigartig ist und Meta. SpongeBob Schwammkopf. Das perfekte Beispiel dafür, dass eine Kinderserie teilweise für Erwachsene unterhaltsamer ist als für Kinder. Ah, das hat bisschen im Herzen wehgetan gerade. Staffel 1 hat einen recht schwierigen Start. Aber zum Schluss hin ist sie sehr, sehr unterhaltsam. Auf Staffel 6, 7 und 8 könnt ihr gerne einen ganz großen braunen Batzen legen. Ich hab auch Pinkeln gesagt, hat kein Skript. Ich weiß auch gar nicht, was ich sonst über SpongeBob sagen soll, außer dass es mega geil ist und wenn du SpongeBob nicht magst, dann mag ich dich auch nicht. Steve, sowas kannst du doch nicht sagen. Ich kann auch keine kleinen Kinder treten. Warte, doch? Rick and Morty. Aha, die kennt ihr vielleicht noch nicht. Denn es gibt bisher nur eine Staffel. Und sie läuft nicht im Fernsehen. Und trotzdem haben sie quasi aufgesaugt, wie so ein Schwamm. Der Bekloppte, der das schreibt, spricht auch die beiden Hauptpersonen. Und die hören sich völlig unterschiedlich an. Das ist so, als würden Tuttle und PewDiePie Sex haben. Hä? So hört sich das an. Cheese Rick. So? Ja. Was diese Serie allerdings perfektioniert hat, und das Prinzip kennen wir schon aus anderen Serien, was in der einen Folge passiert, ist in der nächsten scheißegal. Aber was da am Ende teilweise passiert, ist so... Cheese Rick. Und wir freuen uns wie kleine Mädchen mit kurzen Röcken, dass wahrscheinlich eine zweite Staffel noch dieses Jahr kommt. Ja. So hören sich keine zwei Mädchen an. Nee, die haben auch keinen Bart. Die haben woanders Haare. Futurama! Matt Groening, du alte Kackbratze, du hast es mal wieder geschafft. Klar, vom Humor ist es schon irgendwie Simpsons. Nur mit dem kleinen Unterschied, der sogar ziemlich groß ist, die Simpsons mussten sich erst zu den Simpsons entwickeln, wie wir sie jetzt kennen. Die Futuramis allerdings waren von Anfang an diese durchdachten, geilen Charaktere. Und das in einer völlig verrückten Welt, die natürlich weit mehr Potenzial bietet und Möglichkeiten als Springfield jemals splattern könnte. Das passiert, wenn mir keine Wörter mehr einfallen. South Park. Ich liebe South Park. Das, was South Park ausmacht, versteckt sich aber teilweise hinter einer Portion Pipi-Kaka-Humor, der manchmal ein
bisschen zu viel ist. Aber South Park ist unserer Meinung die intelligenteste und sozialkritischste Serie, die es zurzeit gibt. Dabei merkt man deutlich, dass dahinter zwei Typen stehen, die klipp und klar ihre Meinung sagen wollen, ohne Angst zu haben, dass es irgendwen nicht passt oder ihre Einschaltquoten versauen würde. Dabei haben sie auch schon Leuten ans Bein gepisst, die ihnen dann mit Mord gedroht haben. Hashtag Mohammed-Karikatur. Hashtag dieser Move ist voll scheiße. Und im Gegensatz zu anderen Serien wird South Park über die Jahre immer besser. Nicht nur grafisch, sondern auch inhaltlich merkt man, dass die Macher immer weiter dazulernen. Das merkt man an dem hier. Der stirbt schon lange nicht mehr in jeder Folge und ist mittlerweile eher eine Nebenfigur. Ersetzt durch Butters. Jeder weiß, er heißt Butters. Butters ist geil. Und Butter ist geil. Oi, oi, Oguyo, Mantequilla. Das heißt Butter. Adventure Time! Es ist ein bisschen wie ein modernes SpongeBob. Und ich feiere das hart. Die Welt ist so unglaublich absurd. Noch krasser als in der Ananas zu wohnen, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin ein bisschen in Jakes Freundin verknallt. So ein japanisch sprechender Regenbogendrache ist schon ziemlich heiß. An sich sind es einfach nur zwei sehr simple Charaktere, die helfen wollen. Und dabei geraten sie in so merkwürdige Situationen, wo du dir als Zuschauer nur denkst, oh mein Gott, was habe ich mir eingeworfen? Aber du hast dir gar nichts eingeworfen, du guckst einfach nur eine Kinderserie. Wo aber Sachen passieren, wo du dir nicht sicher bist, ist das jetzt noch kindgerecht? Oder ist es eher cool, dass die Kinder nicht wie kleine Zurückgebliebene behandeln und die Kinder auch mal an ernstere Themen ranführen? Oder wer auch immer das für Kinder freigegeben hat, sich das nicht komplett angeguckt hat. Wenn ihr ab und zu mal hören möchtet, was wir so für Sachen feiern, dann feuert das in die Kommentare. Da drüben findet ihr 10 Arten von Serien und darunter unser letztes Video, wo wir über Neid reden, wie Neid berühmt macht. Da bist du ganz grün im Gesicht. Ja, andere Kanäle und ich habe auch ein grünes Hemd und tschüss.